Moin Moin und willkommen zurück zu Minecraft Pocket Edition. Und ihr seht, ich bin nicht auf dem Cloud-Server drauf. Nein, und ihr seht es ganz oben. Die 015 Alpha Build 1 ist endlich draußen. Worauf wir alle so lange gewartet haben. Und ja, wie gesagt, das ist die Alpha-Version, also nicht die offizielle Version. Und die einzige Änderung, aber eigentlich die geilste Änderung oder Ergänzung, die es dafür gibt, sind, ihr seht es da unten links stehen, die Realms. Die Realms sind endlich dazugekommen. Oh, da habt ihr schnell den Ladebildschirm gesehen. Einmal kurz den Infoscreen, den man eigentlich zuerst sieht. Realms ist eine sichere und einfache Möglichkeit, mit bis zu 10 Freunden gleichzeitig in einer Minecraft-Online-Welt zu spielen. Du kannst sie einfach kostenlos testen. Alle Spieler dürfen ein einzelnes Realm besitzen. Da dieser Test zeitlich beschränkt ist, werden die Spieler-Realms nach Ablauf der Testphase entfernt. Leider. Also jetzt könnte ich zum Beispiel ein Realm erstellen und der wäre so gesehen für mich kostenlos. Normalerweise, also wenn die offiziellen dann rauskommen, also wenn es in der richtigen, fertigen Version ist, die 015, kosten sie natürlich, wie bei einem normalen Minecraft. Kenne mich leider mit dem Preis nicht so aus, aber ich glaube, das geht einigermaßen, hält sich im Rahmen. Bedingung ist aber, für das Ganze, um in der Alpha bei den Realms mitzumachen, muss man einen Xbox Live-Account haben. Es ist kostenlos, also so ein Account ist kostenlos zu machen, das ist so gesehen wie ein PlayStation-Account, kostenlos. Es gibt ja PlayStation Plus und PlayStation Gold, diese Bezahl-Accounts, die braucht ihr nicht. Also es reicht ein ganz normaler Xbox Live-Account. Sinn dahinter ist auch gerade, dass man halt deinen Namen nicht ändern kann zum Beispiel oder so. Wobei es auch heißt, wenn die fertige Version rauskommt, wird man, also laut der Internetseite, wird man Xbox Live nicht haben müssen. Also würde es auch wohl so gehen. Wie sich es dann handelt, keine Ahnung. Gehen wir mal zurück. Problem ist nämlich bei mir jetzt zum Beispiel, mein Name da oben rechts, ihr seht es, die Flamero 1985. Mein Account, der ist so alt, der ist glaube ich fast älter als ich. Und ich kann den Namen nicht ändern. Ich glaube, irgendwie kann man es schon doch noch machen, aber ich kam da jetzt nicht zu. Ist halt mein alter Nickname. Ein bisschen doof. Ja, und ihr seht da, das ist grau unterlegt, man kann es nicht ändern, ich kann darauf drücken, wie ich will. Funktioniert nicht. So, jetzt gehen wir nochmal zu den Realms. Der Sinn der Alpha ist natürlich, dass sie die Server jetzt mal testen und dass wir Feedback geben können. Ne, was, wie es läuft und so weiter und so fort. Und wenn man mit Xbox Live verbunden ist, kann man sich gegenseitig Freunden Einladungen schicken. Und unser lieber Cloud, ihr seht es, hat schon einen Server eröffnet. Und auch schon so gesehen 3-4 Leute drauf angemeldet. Und ich möchte jetzt einfach mal ganz kurz drauf gehen, um einfach mal ganz kurz zu gucken, was denn da los ist. Ich glaube, da ist sogar jemand drauf. Ladebildschirm, ich finde, das sieht schon alleine geil aus. Dann merkt man richtig so, oh, jetzt geht's online los. Und zack, da sind wir. Tada! Und ihr seht es immer noch oben, oh, sogar oben links habe ich das Spiel betreten. War das nicht mal woanders? War das nicht mal unten links? Weiß ich gerade nicht. Oh, Cloud war gerade drauf. Och, Mano, du Aschgeige. Oh, eine Fledermaus. Und oben steht immer noch Alpha Build 1. In Widerschild. Und ihr seht das sogar den Seed, den wir gerade auf diesem Server hier haben. Ja, ich denke mal, also das Problem ist jetzt, also das kam ja jetzt alles wirklich sehr spontan. Da war gerade ein Reaper. Geht ja gut los hier, ne? Das kam so spontan. Waren wir jetzt überhaupt nicht drauf vorbereitet. Problem ist nämlich erstmal, dass natürlich der Cloud-Server, der ist erstmal nicht... Oh nein, 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 nein. Das geht ja gut los. Ich zerstöre schon die Insel, bevor überhaupt losgeht. Oh, muss ich gleich wieder sauber machen. Ja, Problem ist, der Cloud-Server ist noch nicht auf den 015er Stand. Und beziehungsweise, wenn eigentlich die 015 kommt, müssten wir ja eine neue Map anfangen, weil neue Biome und sonstigen Kram eventuell angekündigt ist und so weiter und so fort. Man weiß es nicht ganz genau. Die sind jetzt aber in dieser Alpha, sag ich mal, noch nicht drin. Ich kann da gleich nochmal kurz im Kreativ reinschnuppern, ob mir da was auffällt. Ich glaube aber nicht. Also jetzt gehe ich erstmal kurz hier wieder raus. So, zum Titelbildschirm. So. Gehen wir mal kurz auf Spielen und machen mal kurz eine neue Welt. Tada. Moment, ach Quatsch. Kreativ, neue Welt, wird das schaffen, scheißegal. So. Da haben wir es schon. Einmal kurz in die Höhe, damit ich nicht schon wieder in die Luft fliege. Also, bildlich gesehen. Sieht man da irgendwas Neues? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht.
Ich gucke ja nie im Kreativ nach und auf dem Cloud-Server sind wir irgendwie immer in der gleichen Region unterwegs. Das ist ein bisschen nervig. Sehe ich da irgendwelche Pistons? Noch nicht. Sehen wir hier irgendwas? Sind da neue Türen? Oh, das ist gerade so peinlich, ne? Ich weiß das gerade selber wirklich nicht. Egal. Das Wichtigste ist, die Rams sind da. Freut euch. Ich freue mich. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob morgen eine... Hallo? 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 Ah. Ob morgen eine neue auf die Cloud-Folge kommt, glaube ich nicht. Vielleicht auf dem Server. Mal gucken. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen da und sagt eure Meinung dazu. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.